Frau Gabriele Backnecht, Sie sind die neue Incoming-Managerin für St. Pölten. Was würden Sie denn einem Gast, einem internationalen Gast erklären, wofür St. Pölten steht? Mit drei Punkten, die drei wichtigsten Punkte. Ja, St. Pölten ist sicher die Stadt, die überrascht mit ihrer Urbanität, mit ihrem Kulturangebot und mit der puren Lebensfreude, die es hier gibt. Es sind Angebote, die vielleicht noch ein bisschen versteckt liegen, aber eben meine Aufgabe ist, das Ganze hervorzuholen und daraus buchbare Angebote zu machen, beziehungsweise die Gäste davon zu überzeugen, nach St. Pölten zu kommen. Das heißt, St. Pölten schlief einen Dornröschenschlaf? Kann man sagen, ein bisschen. Warum? Warum? Weil es war früher eine Industriestadt und hat sich erst in den letzten 10 Jahren, kann man sagen, von der Industriestadt zu einer, zu einer moderneren Stadt entwickelt, auch was der Wohnbereich, die Schulen und das ganze soziale Leben betrifft, entwickelt hat. Und der Tourismus spielt in den letzten Jahren eigentlich auch erst mehr Rolle und dem wollen wir eben mit dem wollen wir eben auch den richtigen Weg gehen und darum wurde jetzt das Büro gegründet, um eben verkaufbare, buchbare Angebote anbieten zu können. Was ist denn für Sie, Sie sind eine Kremserin, was ist denn für Sie das Wahrzeichen schlechthin in St. Pölten? Es gibt ein Foto, das ist eine Fotokollage, das mir wahnsinnig gut gefällt, die Mischung aus dem historischen barocken Rathaus, dem Rathausturm und dem Festspielhaus. Und beides zusammen ergibt für mich das St. Pölten, das Moderne und das Traditionelle. Was machen Sie als Kremserin, wenn Sie in St. Pölten sind, in Ihrer Freizeit hier? Welche Tourismusmöglichkeiten haben Sie als Kremserin hier? Es gibt sehr viele Veranstaltungen hier, sehr viele Musik- und Kulinarik-Veranstaltungen. Also vom Höfefest jetzt im September bis über Kellergassenfest, aber auch das Sommerfestival mit der Gourmetmeile, das jetzt im ganzen Juli am Rathausplatz war. Und natürlich ab September wieder die Kulturbetriebe, allen voran das Festspielhaus mit hervorragenden, hochqualitativen Musik- und Tanzproduktionen. Aber auch das Landestheater, das eine Besonderheit vom Architektonischen her ist, einfach von den Aufführungen, auch sehr hochwertige, mit großartigen Schauspielern besetzte Stücke oder die Bühne am Hof, die hochwertige Kleinkunst und Künstler präsentiert, die ihresgleichen sucht, kann man sagen. Wir haben vorher gehört in einer Pressekonferenz, dass es ungefähr 1000, ein bisschen über 1000 Betten in St. Pölten gibt. Wird das für die Zukunft reichen oder glauben Sie, dass hier weiterer Bedarf besteht? Ich sage mal, kurzfristig wird es reichen. Wenn wir sehr erfolgreich sind, dann ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass weitere Betten gebraucht werden. Wobei ich sagen muss, es ist im Umkreis von 15 Kilometern, 20 Kilometern haben wir die Wachau- und die Moosviertler Betriebe. Und ich glaube, wir kommen damit durch, die Gäste auch in diesen Hotels unterzubringen und einfach da einfach die Destination auch mit anzubieten. Also ich denke, für momentan reicht es und was die Zukunft bringt, schauen wir. Der Song Contest steht 2015 vor der Tür. Glauben Sie, dass Sie Gäste aus Wien, die für Sie zum Song Contest anreisen, für St. Pölten gewinnen können? Gibt es da eine Möglichkeit? Wir hoffen es. Nachdem Pfingsten gleich an dem gleichen Wochenende ist und meines Wissens auch ein Kongress ist in Wien, könnten wir vielleicht ein bisschen mitnaschen. Eben, wir haben freie Zimmer noch und wir haben uns auch Kontingente schon gesichert. Und wir würden den Gästen einfach anbieten, dass sie hier in St. Pölten nächtigen, Programm machen, Ausflüge machen und dann eben mit ihrem eigenen Bus oder mit der Bahn nach Wien zum Song Contest fahren. Und ich denke dabei eher so an Fangruppen oder solche Zielgruppen, die halt mit ihren Vertretern aus den jeweiligen Ländern anreisen und dann vielleicht in St. Pölten anstatt in Wien bleiben. St. Pölten übernimmt ja eigentlich jetzt fast schon Reisebüro-Tätigkeiten. Glauben Sie nicht, dass Reisebüros darin eine Konkurrenz sehen? Das kommt dann darauf an, wie wir es verkaufen und ich habe vor, die natürlich mit ins Boot zu nehmen und nicht als Konkurrenz zu sehen. Wir wollen eigentlich wirklich mit allen Partnern kooperieren und eben auch mit den hiesigen Reisebüros. Wir stellen immer fest, dass wir Incoming machen, das heißt, wir bringen die Gäste herein und die meisten der Reisebüros hier führen sie hinaus, also sogenannte Outgoing in die anderen Länder. Und wir laden aber alle Reisebüros ein, mitzubuchen und ihren Kunden auch St. Pölten anzubieten. Da sind Sie gerne und herzlich eingeladen, das zu tun. Der Bürgermeister hat vorher gesagt, die Zahlen der Deutschen, die hier Urlaub machen oder anreisen und St. Pölten besichtigen, ist zurückgegangen. Durch welche Länder ist denn das ausgeglichen jetzt? Ja, wir setzen in Niederösterreich hier sehr stark auf die Oststaaten.
also auf Tschechien, Slowakei, Ungarn und zum Teil auch Rumänien natürlich, wo stark beworben wird. Ja, und aus diesen Ländern erhoffen wir uns aufgrund unserer Lage hier in St. Pölten schon einiges an zusätzlichen Nächtigungen. Wir werden auch auf diesen Märkten speziell werben in der nächsten Zeit. Vielen Dank. Gerne.